Online-Radio Düren kommt auch am Montag nochmal zurück in Sachen Fußball. Die ganze Woche steht Fußball in der Region Düren an erster Stelle. Donnerstagabend 20:45 Uhr das große Spiel vom 1. FC Düren in der Allianz Arena. Jetzt gehen wir zurück zum Oststadion, zu den Sportfreunden. Gestern Nachmittag gegen SV Rott in der Landesliga. Mehr zum Spielverlauf und zum Ausgang mit dem Ergebnis mit dem Co-Trainer Marcel Demirkan. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag, Herr Jochens. Ja, das Oststadion gestern, sage ich mal, spärlich besetzt, ein paar Tage vorher im Pokalknaller gegen SV Kurdistan um ein Vielfaches. Beide Spiele zurückgelegen, aber am Ende gewonnen. Es zeichnet sich der Kampfgeist bei den Sportfreunden Düren jetzt aus? Ja, das ist ein Thema, das wir gestern auch schon angesprochen haben nach dem Spiel, dass unsere Mentalität momentan grandios ist, da kann man den Jungs nichts vorwerfen. Also dieser Siegeswille und vor allen Dingen auch dieser Wille, auf keinen Fall ein weiteres Tor zu kassieren, der ist schon enorm. Also die Rotter hatten ein paar richtig gute Chancen, wo wir uns nicht hätten beschweren können, wenn wir 2-0 oder 3-0 hinten gelegen hätten. Wir haben aber dann im letzten Moment immer noch den Fuß dazwischen bekommen oder einen Kopf oder eine Brust, sodass wir dann am Ende, ja, ich sag mal so, mit einem Unentschieden hätten wir leben können, aber wir nehmen natürlich auch gerne den Sieg mit. Ne? Ja, nach 28 Minuten Rückstand, Rott schießt durch Stefan Savic die Führung. Zur Halbzeit hatte man ja nicht mehr viel Zeit gehabt. Hat sich da noch was getan oder hatte man schon die Gedanken in die Kabine, um die Mannschaft auf die zweite Halbzeit einzustellen? Ja, wir haben, glaube ich, erstmal dafür gesorgt, dass die Rotter relativ überrascht waren, dass wir mit einer Viererkette aufgelaufen sind zum ersten Mal. Wir haben in den letzten Spielen gemerkt, dass wir damit einfach stabiler stehen, haben immer mit einer Dreierkette angefangen und dann immer auf die Viererkette dann gewechselt. Diesmal haben wir es umgekehrt gemacht, ne, haben mit der Viererkette angefangen, haben uns dadurch mehr Sicherheit versprochen. Das Tor fällt durch einen individuellen Fehler von uns. Ja, eigentlich ein klarer Ball für einen Außenverteidiger. Leicht vertändelt, Ablage auf den 16er und da kommen wir dann auch nicht mehr hinterher. Und ja, macht er gut, schiebt überlegt in die Ecke und hat nicht draufgehauen. Ja, und dann liegen wir 1-0 hinten, gehen in die Kabine und müssen uns erstmal neu sortieren. Ja. Neu sortieren, Parallelen zum Pokalspiel in der ersten Halbzeit, zur ersten Halbzeit. Ja. Ich sage mal so, das Pokalspiel war so eine Sache für sich. Das war ein Derby und wir wussten, dass es da richtig abgehen wird. Die Kurdistan hat eine verdammt gute Mannschaft. Das weiß man, das ist hier in Düren bekannt. Und ja, von außen kam viel Hektik rein. Wir haben es, so gut es geht, versucht zu beruhigen. Die Jungs haben das sehr gut gemacht, haben sich nicht anstecken lassen. Aber man kann es halt nicht komplett von sich fernhalten. Und auch da haben wir Moral bewiesen. Ja, am Ende ist dann 5-2 ausgegangen. Die Kurdistan mit zwei roten Karten. Ja, war am Ende dann deutlicher als es dann oder einfacher als es war. Das war ein richtig harter Kampf. Das hat man am Sonntag auch gemerkt. Einige Jungs spielen schon seit Wochen durch. Und ja, so langsam müssen wir halt gucken, dass wir auch rotieren und den Jungs eine Pause gönnen. Ja, Pause, Halbzeit vorbei, zweite Halbzeit und dementsprechend, glaube ich, in der 55. der Ausgleich durch den Julian Wiersberg. Aus welcher Situation ist dies, der Ausgleich so früh in der zweiten Halbzeit gekommen? Also es ist generell so, dass die Gegner tief gegen uns stehen und uns nicht wirklich anlaufen oder pressen, sodass wir immer die Möglichkeit haben, mit dem Innenverteidiger bis zur Mittellinie zu dribbeln. Und ja, es war so ein mehr oder weniger ein bisschen aus dem Chaos heraus. Wir sind angelaufen, haben immer wieder Pass von links nach rechts laufen lassen. Dann kommt der Ball geklärt, landet vor unseren Füßen. Und dann spielt das hier dem Düsken einen sehr schönen Diagoball hinten in den 16er rein, wo der Julian Wiersberg steht, und er köpft ihn dann über den herauskommenden Torwart. Ja, war sehr gut gemacht von beiden, sehr überlegt. Und ja, haben wir auch so ein bisschen unserem Coach zu verdanken, Dominik Krämer, der in dem Moment halt eben nicht den Ball hat hinten rumlaufen lassen, wie wir das da davor die Aktion gemacht haben, sondern extra noch gebrüllt hat: Spiel den Ball rein. Ja, hat jemand dann auch gemacht. Ja, wurde belohnt.
Ja, man war schon, glaube ich, mit dem Ergebnis, mit dem 1:1 zufrieden. Ich glaube so, man hatte schon das Köfferchen gepackt für den Pfiff zum Spielende. Aber in der letzten Minute ist noch was gekommen, ne? Ja, das ist richtig. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, also Rott ist für mich auch eine Top-Mannschaft in der Liga. Das gibt die Tabellensituation momentan nicht so her, aber das haben wir gestern wieder gesehen. Wir waren die Rotter zweimal gucken und das war, was sie spielen, ist richtig gut, offensiv vor allem. Und wenn man jetzt überlegt, dass Ilyasovic und Basic beide nicht von Anfang an gespielt haben, sondern nur Süleyman Davutoğlu ganz alleine vorne drin, die haben uns schon richtig beschäftigt und richtig unter Druck gesetzt. Und dann kam später noch der Kollege Aldonni rein, der immer gefährlich ist, der in Teveren und in Verlautenheide für die Wende gesorgt hat. War auch gestern so. Er hat uns richtig Probleme bereitet, der Junge. Und wir müssen das morgen beim Training ansprechen. Wir stehen aktuell, ja, würde ich sagen, nicht so stabil, wie wir gern würden. Und wir hatten uns extra vorgenommen, einfach mal nicht, also kein Tor zu kassieren, einfach mal zu Null zu spielen. Das klappt momentan nicht so gut, aber wir arbeiten dran. Ja, letzte Minute vor dem Pfiff, ne? Fabian Spies bringt noch das Tor für die 3 Punkte. Ja, richtig. War auch wieder mit freundlicher Unterstützung von Rott, genauso wie gegen Kurdistan. Ja, Abspielfehler hinten drin. Marcel Reiß hieß, ahnt das, wie, genauso wie gegen Rott, wie gegen Kurdistan. Ja, läuft dann quasi allein auf den Torwart zu, sieht Fabian quer und der hat dann Gott sei Dank das erlösende 2:1 noch gemacht. Ja, die Freude war groß. Wir sind alle dann, haben uns an der Eckfahne getroffen. Normalerweise bin ich nicht so emotional, aber gestern war es schon sehr, sehr emotional. Und wir sind dann alle ausgerastet und bis zur Eckfahne und haben uns gefreut. War Kann sehr man schön. verstehen, ganz klar. Was so ein bisschen auffällt, Marc Wollersheim, der Captain, ist momentan nicht so, sag ich mal, so gierig auf Torejagd. Ah ja, also ich sag mal so, wir haben viele Leute im Team, die Tore machen können. Von daher wird sich das diese Saison auf viele Schultern verteilen. Marc ist momentan eher derjenige, der sich etwas mehr fallen lässt, der mehr Fußball spielt und Angriffe einleitet als der Vollstrecker. Und das, ich denke, er kann mit der Rolle auch ganz gut leben. Ja, man kann ja im Oststadion mit der Situation nach 5 Spielen auch sehr zufrieden sein. 5 Spiele, 11 Punkte, man ist im Pokal noch eine Runde weiter. Da hat man ja noch viel vor und dementsprechend ist doch alles, sag ich mal, gut am Laufen. Oder gibt es noch irgendwie Stiche, die man, sag ich mal, ausbessern muss? Ja, es gibt noch einiges zu verbessern, auf jeden Fall. Das werden wir mal teamintern klären. Wenn man sich die Spiele 90 Minuten lang anguckt und nicht immer nur auf das Ergebnis, dann sieht man, dass noch einiges zu verbessern ist. Dennoch, wie Sie schon richtig gesagt haben, die Ergebnisse stimmen im Moment. Mittwoch kommt Steinstraß. Ja, das ärgert uns ein bisschen, dass wir jetzt in der Vorbereitung gegen die Jungs gespielt haben. Die kennen uns, wir kennen die. Das ist nie gut. Und deswegen. Ja, auch so Leute, die dann sagen, ja, das sollte ja machbar sein. Ja klar, machbar ist es, aber es wird trotzdem ein Spiel auf Messerschneide, weil es ein Pokalspiel ist und die Jungs wollen genauso wenig ausscheiden wie wir. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ja, wir sind gespannt, wir sind am Ohr, wir bleiben dran. Vielen Dank für das heutige Gespräch und dann alles Gute für die nächsten Aufgaben. Ja, sehr gerne. Dankeschön auch und bis nächste Woche. Jo, danke.